Hallo und herzlich willkommen auf funkyhome.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma Werner einen Garagentorantrieb, der es in sich hat. Der Garagentorantrieb ist für all diejenigen interessant, die eine Garage ohne Stromanschluss haben, aber trotz alledem einen Garagentoröffner mit Fernbedienung verwenden möchten. Das gelingt der Firma Werner bei dem GA101-System damit, indem sie einen Akku dazu liefern. Den Akku kann man dann aus der Garage raustragen, aufladen, wieder zur Garage hintragen oder man bestellt sich dieses optionale Solarpanel mit dabei. Das soll dann allein mit Solarenergie diesen Akku aufladen. Ob das ausreicht, wie die Installation klappt, das zeigen wir auf funkyhome.de und wünschen schon jetzt viel Spaß dabei. Tschüss! So, die ganze Folie haben wir schon mal entfernt, also fast alles. Dann wollen wir mal reinschauen in die Kartons und sehen, was da so enthalten ist, um das dann hinterher zusammenzubauen. Ja, dann können wir auch schon mit dem Auspacken des ersten Kartons beginnen. Hier haben wir den GA101 Hauptteil. Enthalten ist zunächst eine Montageanleitung. Die werden wir auch benötigen, denn es sind doch einige Teile, die wir zusammenbauen müssen. Dann geht es weiter mit dem Herzstück. Das ist der Motor und da befindet sich auch die Steuereinheit drin. Angeschlossen wird das Ganze über ein dreipoliges Kabel. Montagematerial ist natürlich auch einiges enthalten. Dübel, Schrauben und so weiter. Das werden wir uns aber hinterher dann genau ansehen im Test. Dann gibt es noch ein Netzteil dazu. Auch hier haben wir wieder den Dreipol-Anschluss. Das Netzteil ist interessant für all diejenigen, die den Garagentorantrieb direkt an 230 Volt anschließen möchten. Das ist übrigens ein 24 Volt 1500 mA Netzteil. Aber wir wollen ja hauptsächlich das Ganze mit einem Akku betreiben, den wir gleich zeigen. Dann ist noch enthalten im Set eine Fernbedienung, ein Handsender, womit wir dann hinterher die Garage öffnen können und schließen können. So, dann kommen wir zum schwersten Teil. Das hier ist der Akku. Einmal hochheben. So. Der Akku ist in einem Griff versehen. Wiegt einige Kilo. Und diesen Akku könnte man immer wieder aus der Garage raustragen, zum Aufladen und wieder zurücktragen. In der Garage selbst kann man den Akku dann aufhängen mit einer Halterung, die ist im Lieferumfang enthalten, damit der Akku halt eben nicht einfach so auf dem Boden rumsteht. Angeschlossen wird das Ganze wieder über den bekannten dreipoligen Anschluss, den wir vorhin gesehen haben, mit Durchschleifung. Und damit wir den Akku eben nicht so oft hin und her tragen müssen, oder im besten Fall sogar gar nicht, haben wir uns eben noch ein Solarmodul mitbestellt. Wir haben den gesamten Karton. Haben wir auch dort wieder eine Einbauanleitung. Dann haben wir einen Solarmodulregler, der wiederum mit dem Dreipol-Adapter versehen ist. Dann haben wir das eigentliche Solarmodul, einmal von hinten mit samt Anschlusskabel. Und das ist übrigens ein 24 Volt 12 Watt Solarpanel. Und dann das Ganze nochmal von vorne. Und noch eine Halterung, falls man das Panel irgendwo schräg montieren möchte. Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie man das Panel installiert. Und dann haben wir uns noch zusätzlich auch wieder optional noch ein paar weitere Sachen mitbestellt. Fangen wir mal damit an. Das sind, wie gesagt, alle Sachen, die muss man nicht unbedingt haben, kann man aber. Hier ist ein Schlüsseltaster. Der Schlüsseltaster kann außen vor der, an der Garagenmauer zum Beispiel angebracht werden. Und dann kann man einfach mit dem Schlüssel das Garagentor hoch und runter fahren. Wie gesagt, ist optional, muss man nicht unbedingt haben,
Man hat ja auch so einen Handsender. Aber falls man gerade eine Schüssel in der Hosentasche hat, kann man es verwenden. Dann haben wir uns noch eine kleine Spielerei mitbestellt. Das ist ein Relais-Modul, PA1. Und damit kann man verschiedene Sachen ansteuern. Das heißt also, wenn die Garage hochfährt oder runterfährt in einem gewissen Zeitrahmen, kann man dann das Relais schalten lassen und darüber dann zum Beispiel eine zusätzliche Beleuchtung oder ähnliches ansteuern. Man muss natürlich immer abwägen, ob man dem Akku das antun möchte. Denn wir reden hier nicht von einem normalen Stromanschluss, sondern von einem Akku und einem Solarpanel. Und da ist natürlich die Frage, was da für eine Last dran sollte oder was man doch eben lieber nicht anschließt. Dann haben wir uns noch zwei weitere Handsender mitbestellt. Aus dem Grunde, weil wir gerne noch ein bisschen mit Smart Home rumbasteln möchten. Wir möchten das Ganze nämlich in unser Smart Home integrieren. Und das geht natürlich am schönsten, wenn man dann nochmal zusätzliche Sender hat, die man dann dafür verwenden kann. Dann haben wir hier noch BAS 591 und das ist eine ganz tolle Sache, da hat man nämlich noch ein Zahlenschloss. Dieser Zahlencode ist dann halt dazu da, um das Garagentor hochzufahren. Dann braucht man gar nicht. Weder Handsender noch einen Schlüssel noch irgendwas anderes. Und dann haben wir noch einen BAS 421, eine Wandfernbedienung. Die kann man einfach an der Wand in der Garage montieren oder im Haus oder wo auch immer und kann dann über dieses Teil umschalten, zwei Kanal, hoch runter und kann damit halt eben dann auch das Garagentor öffnen oder schließen. So, und last but not least haben wir uns noch dazu bestellt eine Schlupftürsicherung, Schlupftür. Das wird dafür benötigt, wenn man eine Tür in der Garage hat, dass sie auf keinen Fall hoch oder runter fährt, wenn die Tür offen ist. Das wäre natürlich fatal. Ja, das war's auch schon. Nee, noch nicht ganz. Stopp. Eine Kleinigkeit haben wir noch. Und zwar ist das nämlich die Schiene. Die Schiene, die wir hinterher montieren müssen, mit dem Zahnriemen. Die ist dazu da, um halt eben dann die Führung zu bilden, sodass das Garagentor daran hoch und runter gefahren wird über den Motor, den wir zu Beginn gezeigt haben. Ja, dann gehen wir mal über zum Einbau, aber das kommt dann hinterher im Test. Wir wünschen schon jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!